Die meisten Aufnahmen, insoweit wir das wissen, wurden im Auftrag der Stadtverwaltung gemacht. Entweder von Angehörigen der Stadtverwaltung selber, das heißt irgendwelche Beamten oder Angestellten, oder es wurden ortsansässige Fotografen beauftragt, Foto Dieterle oder auch Offenburger Fotografen wie Foto Stober. Das ist deshalb wichtig zu wissen, weil man dann weiß, dass die meisten Filme so einen quasi offiziellen Anstrich gehabt haben. Es hat wohl keine Filmabende gegeben, wo in ein Kino öffentlich eingeladen wurden. Wir wissen aber aus den entsprechenden Akten, dass es zumindest im engeren Kreis der Stadtverwaltung Filmabende gegeben hat. Ansonsten wurden die Filme, sobald sie gedreht und entwickelt waren, in der Regel sofort ins Archiv gegeben. Sie waren nicht für die zeitgenössische Bevölkerung in Lage gedacht, sie waren gedacht für die Nachwelt. Und deshalb sind sie dann auch im Archiv gelandet. Auf dem Urteilsplatz ist, wenn man durch den Torbogen des Alten Rathauses schaut, zunächst einmal das Denkmal für das Artillerieregiment 66 zu sehen. Im Hintergrund sind die beiden Siegeslinden zu sehen, die es jetzt auch seit einiger Zeit nicht mehr gibt. Zwischen diesen Linden stand auch bis Mitte der 1950er Jahre auch ein Denkmal anlässlich des Krieges von 1870-71 errichtet. Das Löwendenkmal, errichtet für das Infanterieregiment 169 vom Stadtbahnhofsplatz, also hatte einen eigenen Stadtbahnhof, der Anfang der 1970er Jahre für den Bau der Bundesstraße 415 abgerissen wurde, und das Denkmal wurde auch zu diesem Zeitpunkt abgerissen. Bei den Villen, die hier oberhalb der Stadt Lahr am Altvater gezeigt werden, geht es weniger um die Villen, ein Villenviertel, das in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg entstand, sondern vor allen Dingen um das Reichswaisenhaus, das dort eben aufstand und das ein Teil der überregionalen Bekanntheit von Lahr eben begründet hat. Und aus diesem Grunde wurde diese Kameraeinstellung gewählt. Die Aufnahmen von der Weinlese tragen einen ausgesprochenen privaten Charakter. Es ist möglich, dass es sich hier um einen Film handelt, der aus einem privaten Besitz ins Archiv gekommen ist. Wir wissen wie bei vielen Filmen nicht, welche Personen sich auf diesem Film befinden, wer dort nun handelt. Es gab in Lahr im 19. Jahrhundert einen ausgesprochen prosperierenden Weinhandel. Da ging es dann in der Regel darum, dass der Wein aus dem Elsass weiter verschlagen wurde nach Deutschland und umgeschlagen wurde hier in Lahr. Der Lahrer Wein ist in der Region getrunken worden. Dass er ein ausgesprochener Exportartikel war, das wäre mir neu. Wir haben Weinbau seit dem Hochmittelalter verbürgt hier in unserer Region. Vermutlich gehört der Schutter Lindenberg dazu, ohne dass ich das jetzt sozusagen, dass ich darauf jetzt einen Eid schwören könnte. Die nationalsozialistische Verwaltung hat ein ausgesprochen großes Bedürfnis, sich zu dokumentieren, sich für die Nachwelt zu erhalten. Das bezog sich nicht nur auf Filme. Man hat Fotosammlungen angelegt, man hat Chroniken angelegt, man hat Leute beauftragt, aufzuschreiben, was passiert ist. Nicht nur eine Kriegschronik, sondern auch schon ab 1933. Und die Filme gehören in diesem Zusammenhang einfach, ja, den Aufbau im nationalsozialistischen Lahr zu dokumentieren. Das war der Sinn und der Zweck. Hermann Göring war am 9. Mai 1935 in Freiburg, hatte dort eine Rede gehalten, und auf dem Rückweg hatte er war ja damals preußischer Ministerpräsident, einen Stopp gemacht in Lahr. Er war den Vormittag über hier, hatte den Fabrikanten Albert Nestler besucht. Es gab verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Nestlers und Görings. Die Frau von Albert Nestler war verwandt mit den Görings, und so kam eben dieser Besuch zustande, der einen ausschließlich privaten Charakter hatte. Es hatte so gesehen keinen politischen Hintergrund gegeben, sondern war, wenn man so will, ein Freundschaftsbesuch oder ein familiärer Besuch, der sich ergeben hatte, weil eben Göring zu diesem Zeitpunkt in Südwestdeutschland war. Ja, Hitlers Besuch in Lahr am 19. Mai 1939 war der einzige Besuch in Lahr, oder genauer gesagt in Dinglingen. Hitler war auf einer Inspektionstour des Westwalls, der zu dieser Zeit gerade gebaut wurde, und auf der Rückfahrt eben fuhr er durch Dinglingen. Es war angekündigt vorher in der Zeitung, es standen dann natürlich die Dinglinger, die Lahrer am Straßenrand, haben gejubelt, und nach wenigen Sekunden war das Ganze dann auch schon wieder vorbei.
Kreistage sind Einrichtungen, die es seit Mitte der 30er Jahre überall in Deutschland gegeben hat. Die Kreisleitungen hatten den Auftrag, regelmäßig solche Kreistage zu Veranstaltungen, so eine Art Leistungsschauen der nationalsozialistischen Bewegung. Mit Sportveranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen, sie liefen in der Regel über mehrere Tage bis in den Krieg hinein. In der Lahr-Region hat es nur diesen einen Kreistag 1939 gegeben, also wenige Monate vor Kriegsbeginn. Und Lahr war Kreisstadt, das heißt die Hauptstadt, die Verwaltungsstadt des Kreises Lahr. Dort saß die Kreisleitung der NSDAP und deshalb war Lahr natürlich der Ort, wo dieser Kreistag stattzufinden hatte. Aus der Presseberichterstattung geht nicht hervor, wie viele Teilnehmer es bei den einzelnen Veranstaltungen war. Es wird, und das geht auch aus den Filmen hervor, in der Regel hervorgehoben, dass die Veranstaltungen sehr gut besucht waren. Vor allen Dingen die sehr propagandistischen Veranstaltungen auf der Stadtparkwiese, die hier auf dem Film auch zu sehen sind. Wenn man das so hochrechnet und schätzt, wird man wahrscheinlich sagen müssen, ein paar tausend Menschen, ohne dass man genau sagen kann, wie viele es genau gewesen sind. Das Wetter war gut, die Veranstaltungen stießen, soweit wir das sehen können, eigentlich nicht auf Ablehnung, sodass man sicherlich sagen kann und zusammenfassen kann, sie waren gut besucht. Ja. In Lahr gibt es aus Gründen, die noch nicht genau erforscht sind, zum Teil das Selbstbild Lahr sei eine ausgesprochene Nazi-Hochburg gewesen. Die Mitgliederzahl in der NSDAP und die Wahlergebnisse weisen das eigentlich nicht aus. Lahr bewegt sich dort im Durchschnitt einer protestantischen Kleinstadt, weist aber sonst nicht auf Ungewöhnliches hin. Man muss wissen, dass Ende 1932 es zu Auseinandersetzungen innerhalb der Lahrer Ortsgruppe der NSDAP gekommen ist. Die Lahrer Ortsgruppe unter der Führung von Felix Wankel hatte sich gegen die Gauleitung, gegen Wagner gestellt und ist daraufhin aufgelöst worden. Es sind drei neue Ortsgruppen gegründet worden und nach 1933 gab es natürlich in Lahr ein besonderes Bedürfnis zu zeigen, dass man doch eigentlich immer linientreu oder parteitreu gewesen ist. Und ich vermute, dass das einer der Gründe dafür ist, dass der Mythos aufkommen konnte, dass Lahr eine besonders nationalsozialistische Stadt gewesen sei. Wie gesagt, die harten Fakten sprechen nicht dafür. Es handelt sich um eine ziemlich durchschnittliche braune Stadt, um es mal so zu sagen. Das ist jetzt der Aufmarsch, die zentrale Veranstaltung auf der Stadtparkwiese. Man sieht den großen Aufwand, der betrieben wurde zur Gestaltung. Fahnen natürlich, ein Fahnenmeer, wie so häufig gesagt wird. Musik hat es gegeben, jede der Gliederungen der Partei mit Fahnen zog ein, hat seinen festen Platz gehabt. Die Bevölkerung sieht man auf diesen Aufnahmen nicht. Sieht man aber gleich, wenn die Rednerin kommt, die Hauptrednerin des Kreisparteitags, da erscheint sie im Bild, Gertrud Scholz-Klink, die Reichsfrauenführerin. Die Kreistage haben eigentlich fast immer versucht, prominente Redner auch in die Stadt zu bekommen. Irgendwie aus der Gauführung oder sogar, wenn es geht, aus der Reichsführung der NSDAP. In diesem Fall war es die Reichsführerin Gertrud Scholz-Klink, die in den 30er Jahren, in den frühen 30er Jahren mit dem Kreisleiter von Offenburg verheiratet war und deshalb einen regionalen Bezug hatte. Und bei diesem Film kann man stärker als bei anderen Filmen sehen, dass der Filmemacher auch so ein bisschen versucht, die Sache stärker zu inszenieren. Der Bildausschnitt ist geschickter gewählt. Gleich werden wir einen Bildausschnitt sehen, wo die Rednerin von hinten schräg gefilmt wird und versucht wird, die Leute, zu denen sie eben spricht, mit auf das Bild zu bekommen. Von allen Filmen scheint der am stärksten durchkomponiert zu sein. Also das sind zum Beispiel Szenen, wie wir sie auch aus sehr vielen Filmen, wo Adolf Hitler spricht, sehen können. Ein ähnlicher Bildausschnitt und der ähnliche Schwenk. Auch die Tatsache, dass hier die damals noch sehr jungen und teuren Farbfilme gewählt wurden, zeigt, dass dieser Film sicherlich zu einem anderen Zweck als die anderen Filme ausgewählt wurden. Der sollte sicherlich auch gezeigt werden. Ob er öffentlich gezeigt wurde, wissen wir nicht. Aber die Mühe, die auf dem Film von dem Kreisparteitag verwandt wurde, ist deutlich größer als bei den anderen Filmen, die nüchterner und dokumentarischer gehalten sind. Thank you.
Der Titel des Heimatfilms deutet ja schon an, dass es hier nicht so sehr um eine politische Darstellung Lars gehen soll, sondern hier möchte sich die Stadt porträtieren mit einem ausgesprochen nostalgischen Blick einerseits. Und auf der anderen Seite gibt es verblüffend realistische Alltagsszenen, gerade für uns aus diesem Jahr 1936. Hier sehen wir eine Aufnahme vom Kirchturm in Burgheim, einen Schwenk über das Dorf. Die Burgheimer Kirche hat natürlich für die Lara-Geschichte eine ganz besondere Bedeutung, ist die erste Pfarrkirche gewesen, ist auch älter, Burgheim älter als die Stadt selbst. Sozusagen der Versuch, im Ablauf dieses Filmes gleichsam auch den historischen Ablauf nachzuzeichnen. Man fängt sozusagen ab beim ältesten Bestandteil an und das ist in diesem Fall der Stadtteil Burgheim. Hier sehen wir einen Blick in die Marktstraße. Man könnte meinen, eine Fußgängerzone. Tatsächlich hat es damals natürlich nur sehr wenige Autos gegeben. Eine der großen Aha-Erlebnisse beim Schauen dieser Filme hat man, wenn man merkt, wie viele Fahrräder damals unterwegs sind. Also Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs waren zur Arbeit, mit dem Fahrrad unterwegs waren zum Einkaufen. Was ausgiebig gefilmt wurde, sind vor allen Dingen jene Teile der Stadt, die dann, wie hier, der Gewerbekanal, in den 1960er Jahren und 1970er Jahren der Altstadtsanierung zum Opfer fielen. Das, was hier als ein typisches Charakteristikum der Stadt bezeichnet und gesehen wird, sonst wäre es nicht auf diesem Film, ist zugleich allerdings ein städtebauliches Problem gewesen. Und in den 1960er Jahren, und das war natürlich sozusagen Nachkriegszeit und das Denken der Modernisierung in der Nachkriegszeit, in den 1960er Jahren hat man damit radikal aufgeräumt. Und die meisten Szenen, die hier gezeigt werden, auch hier wieder der Gewerbekanal, die ließen sich heute nicht mehr so drehen. Den gibt es eben nicht mehr, obwohl er eben auch mittelalterlichen Ursprungs ist und man heute sicherlich anders mit ihm umgehen würde als in den 1960er Jahren. Die Maßstabsfabrik Nestler, offensichtlich aus zwei Gründen gefilmt. Zum einen der Schichtbeginn, der hier gefilmt wurde. Was natürlich Mitte der 30er Jahre etwas anderes auslöste bei den Menschen als bei uns. Wir befinden uns am Ende der Wirtschaftskrise. Es gab wieder Arbeit. Die Menschen gingen wieder zur Arbeit. Das wird ein zentrales Motiv gewesen sein, weshalb man das gefilmt hat. Und natürlich wegen der Industriearchitektur des Gebäudes selbst. Eine Aufnahme vom Schlossplatz. Eine Marktszene. Mit Blick auf den Engelsplatz, das heißt die Verlängerung vom Sonnenplatz nach hinten. Das ist der heute östliche Teil des Marktplatzes. Das, was man hier sieht an Häusern, die sind auch im Zuge der Altstadtsanierung eben abgerissen worden. Ja, hier sehr schön zu sehen bei dieser Szene die große Bedeutung, die die Fahrräder gehabt haben für den Nahverkehr. Und auch damals schon eine gewisse Neigung von Radfahrern zur verkehrsrechtlichen Anarchie, um es mal so auszudrücken. Ja, hier im Hintergrund ist noch der alte Gasthof Waldhorn zu erkennen, der auch in den 1960er Jahren abgerissen wurde und dem heutigen Kaufhaus Kraus Platz machen musste. Eine nur sehr kurze Szene, leider, dass Lara Bähnle alle Bemerkungen über Verkehrsverbindungen in Lahr und Umgang wären natürlich unvollständig, wenn man das Bähnle nicht erwähnt. Eine Schmalspurbahn, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, verband letztlich Straßburg über Kehl und das gesamte Ried, dann eben über Dingling-Lahr führend bis ins Schuttertal. Da ist der Blick auf die Peter- und Paul-Kirche. Was zu sehen ist, wie viele Gewerbe- und Industriebetriebe es noch in der Altstadt gab, die noch mit Dampfmaschinen auch arbeiten und dementsprechend hohe Schornsteine eben benötigt haben. Das ist heute natürlich sehr viel weniger geworden. Hier ein Blick vom Schutter-Lindenberg über ja, das heutige Flugplatzareal. Rechts jetzt der Hugsweirer Wald, der in den Bild kommt, der dann in den 1950er Jahren dem Flugplatz oder dem Ausbau des Flugplatzes zum Opfer fiel. Der Film versucht natürlich zu zeigen, was typisch ist für Lahr, was die Lahrer als besonders herausstellenswert sehen. Und der Schutter-Lindenberg gehörte immer dazu. Der Schutter-Lindenberg spielte eine zentrale Rolle immer auch für das Gemeinschaftsbewusstsein der Stadt. Bereits im 18. Jahrhundert haben hier Feiern stattgefunden anlässlich des Jahrestages der Reformation. Im 19. Jahrhundert hat man sich
zur Aufstellung eines Verfassungsdenkmals 1843 hier oben versammelt. Der Schütterlindenberg war immer so etwas wie eine Art Gemeinschaftsberg für die Lara, und das ist auch einer der Gründe, weshalb er eben auf diesem Film so eine zentrale Rolle spielt und bei sehr vielen Filmen immer mal wieder vorkommt. Und man hat von dort natürlich einen ausgezeichneten Blick über die topografische Lage der Stadt. Das heißt, man kann sowohl die Rheinebene sehen, als eben auch das Schuttertal, das nach hinten in den Schwarzwald hineinführt. In gewisser Weise ist die Fastnacht eine Wiederentdeckung der Nationalsozialisten. Sehr viele Zünfte führen ihr Gründungsdatum eben auf die 30er Jahre zurück. Jetzt ist es so, dass Karneval, und jetzt nennen wir es bewusst Karneval, bereits im 19. Jahrhundert in Laa bekannt wurde. Es wurde vor allen Dingen in bürgerlichen Kreisen gefeiert, hatte aber einen sehr stark, man könnte sagen, rheinländischen Charakter. Das heißt, ähnelt eigentlich mehr der heutigen dem rheinländischen Karneval. Das lässt sich hier auch noch so ein bisschen zeigen. Das, was so einen ausgesprochen alemannischen Fastnachtscharakter ausmachen würde, das entdeckt man eigentlich sehr selten. Das heißt, hier sind immer noch sehr starke Karnevalszüge und Strömungen zu sehen. Dennoch ist dieses Jahr 1936 der Beginn im Grunde genommen der alemannischen Fastnacht hier in der Stadt. Es war der erste große Umzug, der stattgefunden hat, der dann auch gleich gefilmt wurde. Tatsächlich mit einem nicht nur latenten, sondern auch manifesten politischen Charakter. Also was man so ein bisschen so sehen kann auf den Schildern, ist auch durchaus der Versuch, nicht Kritik zu üben. Das ginge sicherlich zu weit, aber politische Themen aufzugreifen und das Ganze eben zu thematisieren, das unterscheidet sich nicht besonders von dem, was heute eben vor allen Dingen beim Karneval üblich ist. Das Ganze würde ich sozusagen noch charakterisieren, so irgendwo zwischen rheinländischem Karneval und alemannischer Fastnacht, mit sehr starken Zügen eigentlich noch des Karnevals. Die alemannische Fastnacht hat viel stärker diese Brauchtumszüge mit eben den Masken, mit dem Häs, das man trägt, wo Gruppen eben einheitlich maskiert dann eben laufen. Das findet man in dieser Form hier natürlich noch nicht. Die Stadthalle war einerseits ein alter Traum. 1919 war das alte Stadttheater, das auf dem Areal der heutigen Luisenschule lag, abgebrannt. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt wollte man eigentlich ein neues Theater haben, wollte auch so etwas wie eine Stadthalle haben. In der Zeit des Nationalsozialismus kam das natürlich einen ganz neuen Stellenwert, denn nun ging es ja darum, einen Ort auch zu bekommen, wo die großen Parteiveranstaltungen stattfinden können. Das verband sich, Arbeitsbeschaffung spielte auch eine Rolle, sodass 1935 tatsächlich ernsthaft dran gegangen werden konnte, eben die Stadthalle zu bauen, und 1936 war sie dann auch schon fertiggestellt. Wir haben sie ja im Film über den Kreistag gesehen, und das ist nur ein Beispiel dafür, dass fortan wichtige Parteiveranstaltungen dort in der Stadthalle oder eben auch in der Wiese davor eben stattfanden. Der Deutschlandflug von 1938 war der bis dahin größte der Deutschlandflüge, die stattgefunden haben. Deutschlandflüge gab es bereits in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Gibt es auch bis heute übrigens flugsportliche Großereignisse. Über 400 Flugzeuge haben insgesamt teilgenommen. Weit über 100 Flugplätze wurden angeflogen. Es ging um Navigationsübungen, um Streckenflüge. Es war ein Versuch, die fliegerische Leistungsfähigkeit von Maschinen und von Personal zu zeigen. Hat natürlich gerade 1938, ebenso wie jede andere Sportereignis, auch einen sehr stark militärischen Charakter. Natürlich ging es auch darum, zu zeigen, dass Deutschland inzwischen auch flugtechnisch auf dem Weg war. Es ging um den Aufbau natürlich einer Luftwaffe, es ging um Piloten, die man gebraucht hat. Der Deutschlandflug von 1938 ist weitaus stärker als die Deutschlandflüge danach 1945 oder vor 1933, natürlich im Kontext der Aufrüstungspolitik der Nationalsozialisten zu sehen. Für die Lara ist an diesem Film natürlich ein anderer Aspekt noch interessanter oder vielleicht sogar noch interessanter. Das Ganze fand natürlich auf dem Feldflugplatz bei Dinglingen oder bei Hooksweier statt, das heißt dort, wo der heutige Flugplatz ist.
Dieser Flugplatz hat eigentlich erst in den 1950er Jahren die Betonlandebahn bekommen und die Dimensionen, wie wir sie kennen. War aber zu diesem Zeitpunkt eben auch als Lufthansa-Notlandegelände und eben für solche Events brauchbar. Es handelte sich um eine Graslandebahn. Wenn man so will, ist es der Lara-Flugplatz im Wartezustand, der zwischendurch immer mal wieder eben genutzt wurde. Und das ist aus heutiger Sicht für die Lara natürlich viel interessanter. Lara hatte 1913 einen Zeppelin-Landeplatz bekommen, ohne dass dort allerdings jemals Zeppeline stationiert waren. Im Ersten Weltkrieg war eine Fliegereinheit dort stationiert. Und die Anlagen, die dort waren, die Landebahn, wurde auch in den 1920er und 1930er Jahren gepflegt als Graslandebahn. La hat eben seit der Zeit des Ersten Weltkriegs immer einen Flugplatz gehabt, ja, das kann man sagen. Sie hatte immer sozusagen den aus heutiger Sicht Beigeschmack des Paramilitärischen. Also es ging immer um Körperertüchtigung, nicht deshalb, weil der Einzelne dadurch gesünder leben soll, sondern weil es sozusagen insgesamt den Volkskörper, könnte man fast sagen, ertüchtigt hat und die Frauen befähigt hat, gesunde Kinder zur Welt zu bringen und die Männer eben dann auch tüchtige Soldaten abzugeben. Diesen Beigeschmack wird der Sport und vor allen Dingen, wenn er so wie hier praktisch öffentlich gefeiert und auch dokumentiert wird, eigentlich nicht los. Ob das auch das Motiv war, der Einzelne Sport zu treiben, das ist eine ganz andere Frage. Da wird es sicherlich dieselben Motive gegeben haben wie heute auch, die Lust an der Bewegung, der Spaß daran, sich mit anderen zu messen. Von offizieller Seite aber aus aber kann man eben solche Sportveranstaltungen und auch Leichtathletiksport insgesamt nie ganz davon trennen, dass es immer auch um Wehrertüchtigung ging. Man kann sicherlich ein solches Ereignis als ein Großevent, würde man in der heutigen Sprache sagen, begreifen, eines der großen Ereignisse. Es fällt ja überhaupt auf bei der Betrachtung der Filme, dass es doch eine ganze Reihe von Events in jenen wenigen Jahren zwischen 1933 und 1939, um die geht es ja im Prinzip nur, gegeben hat. Das sind Ereignisse, die für die Bevölkerung sehr wichtig waren. Es gab eine Gelegenheit, sich sozusagen als Lara auch zu versammeln. In der Mitte der Stadt ein großes Ereignis, das überregional wahrgenommen wurde, zu zelebrieren. Das ist sicherlich vergleichbar, als wenn heute ein Badischer Turntag stattfinden würde oder vielleicht sogar so etwas wie die Chrysanthema. Ereignisse, die die Bevölkerung in gewisser Weise auch zusammenschweißen. Und das wird auch bei den Filmen immer wieder deutlich. Wir haben eigentlich nie Ereignisse, aber das ist natürlich auch eine Frage der Kameraeinstellungen, wo vor leeren Rängen etwas stattfindet, sondern die Lara sind sicherlich gerne hingegangen und haben sich's gerne angeschaut. Hier hat man natürlich nicht irgendeinen Kindergarten genommen, sondern den Kindergarten in der Waldstraße, die heutige Max-Planck-Straße. Und das ist der städtische Kindergarten, der Kindergarten der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Der braune Kindergarten, kann man so sagen. Die Schwestern, die dort eingesetzt wurden, hießen eben im Volksmund auch die braunen Schwestern. Im Unterschied eben zu den Schwestern von kirchlichen Organisationen. Das Programm unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was ich noch als Kind so erlebt habe im Kindergarten. Eben spielen, viel Freispiel draußen und gemeinsames Essen. Das hat mich zum Teil noch an meine eigene Kindergartenzeit erinnert. Wir sehen hier ein Ereignis, das durchaus typisch ist für La im 20. Jahrhundert. La war eine Garnisonstadt gewesen seit dem späten 19. Jahrhundert bis 1918. Die Garnisonen sind abgezogen worden, weil das Rheinland aufgrund der Friedensverträge entmilitarisiert wurde.
Mitte der 30er Jahre hat Deutschland ja seine sogenannte Wehrhoheit proklamiert und wiedergewonnen. Und das Rheinland und auch die Region hier unten am Oberrhein wurden remilitarisiert. Und Lahr bekam eben dann 1936 eine Einheit stationiert, die sogenannten 75er Jäger aus Donaueschingen, die hier eine Weile stationiert waren, bis die Kasernen, die in den folgenden Monaten gebaut wurden, fertig waren. Und Lahr dann eben eine eigene Einheit, nämlich das Maschinengewehrbataillon 11, bekommen hat. Die 75er, die hier zu sehen sind, waren also nur, ich glaube, es war etwa ein Jahr in der Stadt dann stationiert. War für die Stadt aber etwas sehr Bedeutsames, weil sie das Gefühl hatte, dass sie sozusagen das, was ihnen weggenommen wurde 1918, eine Garnison, dass sie das wiederbekommen hatte. Die Lahrer hatten sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entschieden, sich um eine Garnison zu bewerben, weil sie gleichzeitig in einer Art Wachstumskrise waren. Es war der Versuch, der Stadt neue Entwicklungsimpulse zu geben. Und sowas funktioniert ja auch durchaus. Das, was an Geld in eine Stadt fließt durch die Stationierung von Soldaten, ist durchaus nennenswert, kann das Mehrfache des städtischen Haushaltes betragen und der Stadt wirklich bedeutende Impulse, Entwicklungsimpulse geben, wenn auch keine industriellen Impulse, aber doch zumindest für den Mittelstand, Handwerker, Gaststätten und eben solche Bereiche. Das war das Motiv für die Lahrer gewesen und es hat auch dann bis 1914 durchaus funktioniert. Ich weiß nicht, wo die Soldaten, die in dieser 75er-Einheit stationiert waren, herkommen. In der Regel hat man natürlich schon versucht, die Wehrpflichtigen aus der Region zu nehmen, um eben die weiten Fahrtwege zu vermeiden. Aber waren eben nicht Lahrer in dem Sinne. In der Zwischenzeit baute die Stadt eigene Kasernen am Hohbergsee, die ja inzwischen auch schon wieder einer zivilen Nutzung zugeführt sind. Und 1938 wurde dort eben eine eigene Einheit für Lahr, das Maschinengewehrbataillon 11, stationiert. Bei Kriegsausbruch 1939 wurde die Lahrer Einheit zunächst am Oberrhein am Idsteiner Klotz zur Grenzsicherung nach Frankreich eingesetzt. Mit dem offenen Beginn der Kriegshandlungen 1940 wurde das MG-Bataillon 11 dann im Rahmen des Frankreichfeldzuges eingesetzt. 1941 nach dem Beginn des Krieges gegen Russland zunächst dort ebenfalls eingesetzt. Und kam dann eben im Sommer 1940 nach Lahr zurück. Und was man hier sieht, ist sozusagen die Rückkehr von Siegern. Es war noch jene Zeit im Krieg, der Krieg gegen Russland, war ja noch nicht ausgebrochen. Polen war besetzt, Polen war geteilt. Es war noch jene Zeit des Krieges, wo man sich durchaus noch Illusionen machen konnte. Hoffen konnte, ganz so schlimm wird es nicht werden. Und deshalb wird eben auch hier die Truppe von Lahrern mit Blumen begrüßt und eben als Siegerarmee dann willkommen geheißen in der Heimatgarnisonstadt. Wir wissen natürlich, dass vielleicht anders als 1914, 1939 die Bevölkerung nicht in eine euphorische Stimmung ausgebrochen war bei Kriegsbeginn. Also jenes Gefühl, dass teilweise, inzwischen hat die Forschung auch das stark revidiert, aber dass doch teilweise 1914 im Herbst verbreitet war, dass man jubelnd zu den Fahnen gezogen ist, das hat es nicht gegeben. Es war eher eine bedrückte Stimmung. Man hatte das Gefühl, der Krieg, der jetzt ausbricht, der hat ganz schnell Dimensionen, mit denen sich Deutschland sozusagen übernimmt. Aber noch war der Krieg gegen Russland nicht ausgebrochen. Der Feldzug gegen Polen, die Besetzung Norwegens, auch der Feldzug gegen Frankreich, das ging alles noch sehr schnell, sodass man sich eigentlich schon noch so ein bisschen dem Gefühl hingeben konnte, naja, der Führer hat es im Griff. Sodass ich davon ausgehen würde, es war ein bestimmtes Gefühl der Erleichterung vorhanden, als die Truppen eben zurückgekommen waren und die Verluste nicht besonders groß gewesen sind. Auch das drückt sich sicherlich in diesem Jubel aus. Das MG-Bataillon 11 hat dann ab 1941 am Russlandfeldzug teilgenommen und wird dann einige Monate später, nach Beginn des Russlandfeldzuges, dann auch aufgelöst und in andere Einheiten überführt.
Der sogenannte Kampf dem Verderb setzte lange vor dem Krieg ein. Bereits Mitte der 30er Jahre ein Versuch, Rohstoffe und Nahrungsmittel rationaler zu nutzen. Es ist ein Versuch, die Unabhängigkeit oder wie es damals hieß, die Autarkie Deutschland im Rahmen einer Weltwirtschaft sicherzustellen. Das, was da ist, möglichst sinnvoll und möglichst vollständig zu nutzen. Das bezog sich sowohl auf Lebensmittel als auch auf Rohstoffe. Hier in diesem Film haben wir allerdings eine Metallsammelaktion aus der Kriegszeit im Bild. Hier werden Metalle gesammelt, die von der Bevölkerung abgegeben werden, um sie dann eben einzuschmelzen für Munition, für Waffen, für Ausrüstungs- und Rüstungsgegenstände. Ob tatsächlich alles abgegeben wurde, ist eine andere Frage. Wir haben hier in Lahm ein altes Café, das Süße Löchle, mit einer historischen Backstube. Dort befinden sich noch erstaunlich viele Kupferkessel, die älter sind als 1945. Also zumindest die sind vermutlich nicht abgegeben worden, sondern versteckt worden. Metallgegenstände, die allgemein bekannt waren, wie Kirchenglocken, die konnten natürlich nicht gerettet oder gesichert werden. Die wurden fast alle abgegeben. Auch die Erzeugungsschlacht ist älter als der Zweite Weltkrieg. Ein groß angelegtes Programm, die Lebensmittelproduktion in Deutschland zu steigern. Auch das gehört im Kontext natürlich der Autarkiebestrebung des Dritten Reichs. Der Versuch, unabhängig zu werden von Importen und die Lebensmittelproduktion, vor allem die Versorgung mit Fett, sicherzustellen, was allerdings bis 1945 nicht gelang im vollen Umfang. Aber hier kann man sehen, dass das dann im Krieg, wo es dann noch einmal verstärkt wurde, dazu führte, dass etwa Angestellte der Stadtverwaltungen eingesetzt wurden für Feldarbeiten oder wie hier vorm neuen Rathaus eben auch gepflanzt wird. Und alles, was irgendwie möglich war, eben umgewandelt wurde in Agrarfläche. Was wir aus den Filmen entnehmen können, geht es hauptsächlich um Kartoffeln. Es geht um Hackfrüchte, es geht um Kohl, um Rüben. Es geht nicht um Getreide, jedenfalls nicht nach dem, was unsere Filme dort zeigen, sondern wohl offensichtlich Agrarprodukte, die auch dann mit Hilfe etwa von Schulklassen dann geerntet werden können und einen hohen Nährwert haben, wie zum Beispiel die Kartoffel. Die Versorgung mit Lebensmitteln im Krieg war im Prinzip nicht schlecht. Gehungert haben die Deutschen eigentlich erst nach dem Krieg, im Unterschied zu Teilen der Bevölkerung in den besetzten Ländern. Ob das nur an der Erzeugungsschlacht lag, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die besetzten Länder, Frankreich, in Osteuropa, sind auch systematisch ausgeplündert worden und sehr viel an Ressourcen von dort ist dann heim ins Reich gebracht worden, zurück nach Deutschland gebracht worden. Das hat sicherlich den größeren Anteil daran, dass die Deutschen nicht gehungert haben. Aber es ist doch eine stabile Grundlage für die Lebensmittelversorgung geschaffen worden, vor allen Dingen mit Grundnahrungsmitteln, mit Kartoffeln, mit Gemüsen, mit Hackfrüchten, sodass das sicherlich nicht unterschätzt werden darf. Ereignisse wie jetzt hier die Kartoffelernte, wo hier ganze Schulklassen eingesetzt wurden, waren sicherlich von der Akzeptanz her nicht besonders umstritten. Es ging schließlich um Lebensmittel, die jeder brauchte. Ein Problem war natürlich, die Leute dafür zu bekommen. Diese Männer waren an der Front, die Frauen mussten teilweise die Arbeitsplätze in der Industrie einnehmen oder waren eben dann auch durch die Hausarbeit stark eingeschränkt, blieben die Kinder, die man einsetzen konnte und dann 1944, 45 auch zunehmend Angestellte der Stadtverwaltung, die man dann sozusagen dienstverpflichten konnte für solche Arbeiten. Der letzte Film, der bislang digitalisiert worden ist, springt natürlich in die Nachkriegszeit. 1959 markiert ein zentrales Ereignis in der Stadtgeschichte. Es geht in diesem Film nicht um das Bähnle, um die Schmalspurbahn, sondern es geht um die Stichbahn vom Dinglinger Bahnhof zum Laaer Bahnhof. Vom Laaer Bahnhof sind ja einige Aufnahmen zu sehen auf den Filmen. Immer wenn der Löwe auftaucht, ist im Grunde genommen der Laaer Bahnhof im Hintergrund zu sehen. Und Ende 1959 wurde eben die Verbindung auf dieser Stichbahnstrecke zwischen Dinglingen und Laa eingestellt.
in dazwischen war die Konkurrenz durch Busverbindungen und auch die Anzahl der Privat-Pkw so groß geworden, dass es sich nicht mehr rentiert. Es war das Ende des Laaer Stadtbahnhofs, der dann allerdings erst knapp 15 Jahre später im Zuge des Baus der Bundesstraße 415 abgerissen wurde. Ob es jemals wieder ein Bähnle geben wird? Ich bin Historiker und in dieser Frage, was die Zukunft angeht, genauso gut ein Kaffeesatzleser wie jeder andere Mensch auch.